Okay, Jakob, 23-22 gegen Bregenz, knappes plus 1, erstes Resümee nach dem Spiel. Ja, also deckungsbetontes Spiel, wo beide Mannschaften sich schwer getan haben, vor allem im Positionsangriff zu leichten Toren zu kommen. Zweite Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, haben einen 4 Tore Vorsprung rausgespielt und den dann über die Runden gebracht. So, 10 Minuten Verschluss waren wir noch plus 4 vorne. Was war der Grund, warum es dann doch nochmal so wirklich knapp geworden ist? Ja, was war der Grund? Wir haben 2, 3 blöde technische Fehler gemacht, die Bregenz eiskalt bestraft haben. Ja, und dann mit 3 technischen Fehlern und 3 Gegentoren ist von minus 4 auf minus 1 und deswegen war der Grund. Kurzer Ausblick auf Sonntag gegen Graz im Cup. Wie ist da die Erwartung bzw. welche Einstellung? Glaubst du, ist notwendig gegen Graz? Ja, also ich bilde mir ein, Graz hat jetzt keine Runde gehabt, also die sind spielfrei. Das heißt, es wird eine ganz schwere Partie, die sind sicher ausgeruhter. Wir werden jetzt schauen, dass wir morgen nochmal alle Kräfte sammeln, uns taktisch darauf vorbereiten und dann werden wir das Beste geben und hoffentlich ins Final Four einziehen. Super, danke. Danke, ciao. Danke, ciao.